Guten Abend miteinander. Ich freue mich riesig, dass es möglich ist, heute Abend so ein Konzert zu veranstalten. Ich freue mich und bin aufgeregt wie wohl selten in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen. Als ich vielleicht etwa 12 war, ich weiß nicht mehr genau, habe ich Toccata und Fugen in D-Moll von Johann Sebastian Bach gehört und bin von dem Werk angetan gewesen, wie von selten oder von kaum etwas anderem. Es hat auch die Gruppe Exception gegeben, die haben das Stück auch gespielt, auf eine populäre Art. Und ich habe gedacht, das möchte ich selber auch einmal. Und ich hatte eine Orgel oder bekommen und habe dann gemerkt, auf dieser Orgel habe ich zwar zwei Manual, aber keine Füße. Und Toccata und Fugen ist ein Stück für Orgel mit Pedal. Und dann habe ich halt die Stimme von den Füßen in die Finger aufnehmen. Entsprechend hat es dann viele Knöpfe gegeben in meinen Fingern. Und entsprechend lang ist es auch gegangen, um das Stück zu üben. Und das ist das, was ich am meisten Lampenfieber habe vor diesem Stück. Ich weiss, ich kann euch nicht versprechen, ob ich bis am Schluss durchkomme. Ich werde aber unterstützt von meinen Musikerkollegen da ganz intensiv und bin vertrauensvoll, dass es für euch, ob es bis zum Ende kommt oder nicht, aber auf jeden Fall ein Vergnügen wird, zum Zuhören. Warum hat mich das Stück so berührt? Toccata und Fugen ist quasi so etwas wie die Schöpfung der Musik. Die Schöpfung der modernen Musik. Es ist wie ein Grundstein. Ich glaube, wenn es das Stück nicht gäbe, dann wäre die heutige abendländische Musik nicht so geworden und gäbe es auch kein Jazz, wie es heute gibt. Und der Johann Sebastian Bach war nicht nur ein genialer Komponist, sondern auch muss offenbar auch ein wunderbarer Organist und Pianist. Er hat auch noch Geige gespielt, aber er hat nicht nur nach seinen Noten gespielt, sondern er hat auch können improvisieren. Und das hat man dort mal gemacht und wir werden das heute Abend auch machen. Ich wünsche euch viel Freude. Einleiten möchte ich es aber noch mit einem kleinen Gedicht. Im Anfang sprach Gott, es werde Licht. Es werde Musik, das sagte er nicht. Denn Musik, die war, bevor alles Licht erst entstand, bereits göttliches Fühlen, göttliches Wollen und alles umfassender Gottesverstand. Und gäb's nicht Musik, das verspreche ich dir, gäb's weder die Welt noch ein Ich, du und wir. Und wollen wir gebührend Gott preisen und loben, wird Dank durch Musik in den Himmel gehoben.
Vielen Dank. Es ist nicht alles so einfach. Es ist alles nicht so einfach. Alles ist nicht einfach so. Nicht alles ist einfach so. Alles ist nicht einfach. Nichts ist einfach. Alles ist nichts. Nichts ist alles. Einfach so. Einfach so. Ich darf euch meine Musikerkollegen vorstellen. Begrüßen Sie am Bass den Jules Martin. Am Saxophon der Meinrad Rutschmann. Und am Schlagzeug der Samir Böhringer. Also es macht Freude, mit diesen Musikern zusammen zu spielen, weil sie so inspiriert sind und so geistesgegenwärtig sind. Wir wollen aber noch nicht gerade den Johann Sebastian Bach loslassen, sondern bleiben noch ein bisschen bei ihm. Es kommt ein sehr schönes Stück, ein Stück, das ich sehr liebe. Und wer die Liebe liebt, der liebt sicher auch das Stück, das er geschrieben hat für Violine auf der G-Seite. Es ist ein Stück aus der Orchestersuite Nummer 3. Und wer Adagios liebt, der liebt auch die Musik. Traue zu trauen. Trau zu vertrauen. Trau dich hinaus. Hinaus in das Echte. Das Echte der Lust. Der Lust auf die Freude. Der Lust auf den Frieden. Zur Freude am Lieben. Zu Frieden zu leben. Den Frieden zu leben.
dritte Stück vom Bach heißt: Jesus bleibet meine Freude. Nicht nur mein Blut. Mit Haut und Haar. Nein, mit meiner ganzen Seele will ich durch. Durch mein Herz. Denn es ist eine Pforte, ein Durchgangsorgan. Und was durch dieses nicht hindurch ist, das ist nicht meins, das ist nicht ich. Improvisation. Was ist das schon? Ist es hörendes Erleben? Erlebendes Erhören? Höhen und Tiefen erleben, sich selber erlebendes Leben? Improvisation. Was ist das schon? Ein Halten im steten Vergehen. Ein stetes Stehen im Gehen. Der Versuch, die Zeit zu halten. Im Zeitstillstand sich entfalten. Was ist das schon? Improvisation. Was? Ist es schon Improvisation? Thank you.
Jetzt kommt das Stück, das ich singe, von Leonard Cohen. Handelt wieder von der Liebe, schon wieder von der Liebe. Und man muss sagen, was gibt es denn Wichtiges? Sicher nicht Geld, sicher nicht Material. Aber die Liebe ist so eine Sache. Da gibt es die schöne, verklärende Gottesliebe, heilige Liebe. Und da gibt es die mitreißende, erotische Liebe. Und irgendwo zwischen denen bewegen wir uns. Jeder Moment ist. Jeder Moment ist entscheidend. Entscheidend, ob Liebe wirkt. Ob Liebe wirkt. Liebe wirkt. Liebe. Now I've heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord. But if you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king can pose the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your face is strong, but you need a proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrow you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and you cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Took the
the name in vain. I don't even know the name, but if I did, well, really, what is to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you have, the holy or the broken. Hallelujah. 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 My best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah, hallelujah, hallelujah. Was ist eine Pause? Ist eine Pause Kunst? Ist eine Kunstpause Kunst? Es ist eine Kunst, Pause zu machen. Pause zu machen ist eine Kunst. Ist Pausenkunst Kunst? Ist Kunst Pause? Was ist Kunst? Und jetzt ist Pause. Du hast 40 Jahre lang am Eckhardthof gewirkt. Du hast ihn im Kleinen und im Grossen mitgestaltet. Vielen Dank dafür. Als kleine Überraschung und als Dankeschön haben wir heute Abend jemanden eingeladen, der die nächsten paar Minuten von deinem Konzert wird mitgestalten wird. Herzlich willkommen, Dani Felber. Nein! Von Dani Felber. Thank you.
Das ist lässig. Hey, das ist eine super Überraschung. Leck mir. Danke vielmals, hallo und guten Abend miteinander. Lieber Jörg, ich freue mich sehr, dass ich dich hier überraschen darf und zu den Toten aufspringen. Und ich weiss selber, wenn man auf der Bühne ist und es kommt dann etwas, was man nicht plant, dann ist man immer ein bisschen nervös und weiss nicht recht, wo es hingeht. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, als die Anfrage kam. Und du bist sehr viele Jahre da gewesen und darfst jetzt auch sehr viel Retour schauen. Und das ist ein spannender Moment, wenn man etwas abschließt und zurückschaut. Ich selber durfte das im letzten Jahr auch. Mir sind 150 Konzerte abgesagt worden durch die ganze Geschichte. Und 150 Konzerte sind nicht gekommen, also 300 Konzerte fehlen in der Agenda. Aber etwas Positives hat es. Ich hatte einmal ein ganzes Jahr lang Zeit, um meine 30 Jahre als professioneller Konzertmusiker mir durch den Kopf gehen zu lassen und ein bisschen schauen, was ich alles erleben durfte. Und jetzt, als ich vorne hier reingelaufen bin, habe ich gedacht, Jörg, ich muss dir eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Und zwar, als Musiker erlebt man sehr viele Sachen. Und du hast ein super Publikum heute Abend hier. Und ich habe einmal eine Geschichte erlebt. Ich war auch mit meinem Quartett eingeladen gewesen, in Zermatt ein Konzert zu spielen für eine Schweizer Bank, für die besten russischen Kunden. Genau. Die 10 russischen Kunden mit ihren Frauen sind da an einem grossen Tisch gewesen, wir sind da vorne gewesen. Mein Bassist ist aus Melbourne angereist, der Drummer aus New York, der Gitarrist aus München. Wir sind auf Zermatt raufgefahren, haben Jazz gespielt, wie du das jetzt so schön machst, ein Konzert gespielt. Und die Russen, die haben, hat es nicht interessiert. Die haben lieber ein bisschen Wodka getrunken und Kaviar gegessen. Wir haben dann gespielt. Und irgendwann habe ich gedacht, nein, das kann es ja nicht sein. Also jetzt irgendwie, meine Musiker reisen so weit an. Komm, ich spiele doch irgendetwas, wo die Russen ein bisschen Attention oder respektive, wo uns dazu lassen. Und dann habe ich das gespielt. Und es war etwa wie hier, niemand hat geklatscht. Obwohl natürlich die Russen die Melodie heute sollen kennen. Und die haben weiter Freude an ihrem Essen und hat es überhaupt nicht interessiert. Aber zwei Russinnen haben ganz neidisch an mich, zu mir angeschaut, weil die haben gemerkt, dass ich mehr Gold am Körper habe als sie. Dann habe ich gedacht, nein, jetzt muss ich ein bisschen Action bringen und habe gedacht, ich nehme jetzt die Melodie und spiele eine zweite Melodie dazu. Du bist ja auch so ein Improvisator und kannst das auch machen. Und ich habe dann einfach die Hauptstimme genommen und eine zweite angehängt. Dann hat es das gegeben. Danke vielmals, also Jürgen, es zeichnet dich aus, du hast ein viel besseres Publikum, als ich hatte. Weil von diesen Russen hat niemand geklatscht. Dann habe ich gedacht, ach, jetzt mache ich etwas ganz verrücktes. Ich nehme die erste Melodie, hänge eine zweite Stimme dazu, eine dritte und dann noch eine vierte. Jetzt kann ich aber das Mikrofon nicht mehr heben, weil jetzt wird es ein bisschen komplizierter und habe diese Melodie gespielt. Und meine Musiker hat gesagt, wenn es dann nicht klatscht, packen wir zusammen und gehen heim. Jetzt, Jörg, natürlich, wenn ich hier einfach so in dein Konzert platze, ist mir natürlich für mich eine riesen Ehre, dass wir den Song zusammen spielen dürfen. Und ich glaube, wir machen einen Blues zusammen. Ja? Yeah. Ein Blues in B-Flat. Okay. Okay.
Lässig. Enthusiasmus entzündet sich nicht an der Sache. Sie entzündet sich nicht an der Sache, die uns gegeben ist, sondern an unserem Geist, der unaufhörlich die Dinge verzaubert zu dem, was sie werden. Thank you.
Meine Freiheit hat sich selbstständig gemacht. Nun krabbelt sie frei und lose über mich hinweg, als wäre ich ein Stück Dreck, als wäre ich ein Stück Speck. Na, warte, du Schwarte, denn keine Sekunde bist du nicht, nicht ich, nicht. Du bist ein in mich und ich ein in dir bin und ohne mich bist du nicht dich und ich bin ohne dich nicht mich. Thank you.
Nach dem Sommer kommt eben der Herbst, das geht auch schnell. Ein Stück von Josef Kosma. Autumn Leaves, Herbstblätter. Und da habe ich nur ganz einen kurzen Gedanken dazu. Auch alt werden ist eine Wonne. Wir gleichen darin der Sonne. Thank you.
welche Kraft in der Freude, welche Freude in der Kraft, weil in beiden des Lebens Quelle wirkend und schafft. Thank you.
Ja, zu dem vergangenen Stück passt gerade das kleine Sprüchli. Spät ist nicht nie. Nur nie ist nicht zu spät. Nie spät ist schön, aber lieber spät als nie. Manchen ist nie spät lieber. Anderen lieber spät als nie. Nun, wer nie drauf spät, wer später ist als die, die nie spät sind, der ist wohl später als die, die schon spät sind. Thank you.
Tja, ist die Welt wirklich so, wie wir sie sehen? Nein, das ist sie nicht. Aber sie wird so. Jeder Tag ist ein neuer Tag und bringt dir einen Blumenstrauß voll Leben. Jeder Tag ist wie der erste Tag, ein Neubeginn. Jeder Tag erfüllt Hoffnung
nicht von dem, was wir erwarten, nein, sondern für das, was wir finden werden. Danke vielmals. Dankeschön. Ja, danke vielmals. Zuerst möchte ich noch danken. Ja, ich möchte beim zweitletzten Stück vom heutigen Abend ansetzen: What a Wonderful World. What a Wonderful World mit so einem wundervolle Abend. Herzlichen Dank. Für uns war es ein Hochgenuss, hier zuzulassen und einfach zu geniessen. Für da nochmal ganz einen herzlichen Applaus und einen herzlichen Dank. Es gibt Leute, die behaupten von sich, sie hätten keine Ahnung von Wein. Sie können nur sagen, ob sie ihn gerne haben oder nicht. So geht es mir bei der Musik. Ich kann bei der Musik nur sagen, ob ich sie schön finde oder nicht. Und heute Abend wäre es ein bisschen untertrieben, wenn ich würde sagen, ich habe sie schön gefunden. Ich habe sie wunderbar gefunden. Für mich war der Abend wie eine wildblühende Frühlingswiese mit allerlei Getier. Brummende Hummeln, verliebte Schmetterlinge, tanzende Bienen und so weiter. Herzlichen Dank, das war wirklich ein Blumenstrauß für uns. Als ich hierher gefahren bin, habe ich mich natürlich gefreut. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn der Jörg das in die Hand nimmt, dann wird das sicher ein sehr gelungener Abend. Ein bisschen mulmig ist es mir dann geworden, wo du deine Einführung gemacht hast, von verschiedenen Sachen erzählt hast, unter anderem von dieser Improvisation. Und ich eben als Musiklaie hatte dann ein bisschen Befürchtungen gehabt und habe aber gestaunt. Also, ihr habt den ganzen Abend immer miteinander am gleichen Lied gespielt. Und ihr seid miteinander fertig geworden. Ja, das stimmt. Das finde ich eine wahnsinnige Kunst. Wir haben es heute Abend schon gehört, du hast 40 Jahre am Eckarthof gewirkt. Du hast 40 Jahre für den Eckarthof gelebt und du hast 40 Jahre lang den Eckarthof geprägt. Und wir haben heute gesehen, du bist alles gewesen, von A bis Z. Von A wie Artist am Flügel bis Z, der Zepterträger in der Institutionsleitung. Heute Abend haben wir aber auch noch das PS von dir dürfen kennenlernen. Das P wie Poet und das S wie Sänger. Auch da ist es ein Erlebnis gewesen. Für das alles, was du bist, sind wir dir sehr dankbar. Und wir sind dir dankbar dafür, wie du das bist. Und wir sind dir dankbar, dass du das alles bist. Das hätte nämlich ganz anders herauskommen können. Im allerschlimmsten Fall hättest du ja irgendwann entscheiden können, ich werde Berufsmusiker.
Wenn du Berufsmusiker geworden wärst, hätten wir dein Talent als Leiter am Eckarthof nicht so geniessen können. Und wenn du Berufsmusiker geworden wärst, hätte es auch den Anlass heute Abend nicht gegeben. Und darum hätten wir dich, wenn du nicht Leiter am Eckarthof geworden wärst, auch nicht als Musiker geniessen können. Von dem her herzlichen Dank für all das, wo du bist, als Eckarthöfler, als Mensch und als Freund. Danke vielmals. Vielen Dank. Danke vielmals. Schön. Danke vielmals. Thank you.